Welche Folgen hat die Corona-Krise für die Umwelt- und Klimapolitik? Darüber haben heute die Umweltminister und Ministerinnen von Bund und Ländern per Schaltkonferenz beraten. Die Vorsitzende der Konferenz, Hessens Umweltministerin Hinz, fordert, Konjunkturprogramme auch nach ökologischen Kriterien auszurichten. Automobilhersteller müssten beispielsweise dazu bewegt werden, auf umweltfreundliche Antriebe umzustellen. Ein großes Thema der Konferenz war auch die Windkraft. In vielen Orten wird über Genehmigungsverfahren und Gesundheitsfragen gestritten. Es gibt aber auch Positivbeispiele. Rückenwind statt Gegenwind. Ulrich Stein setzt schon seit mehr als 25 Jahren auf Windkraft. Die Kleinstadt im Vogelsberg errichtete den ersten kommunalen Windpark Deutschlands. Seitdem kommen immer neue Windräder dazu. Mehr als 1 Million Euro erwirtschaftete die Kommune mit grüner Energie im vergangenen Jahr. Wir haben in der Vergangenheit mit den Erträgen aus der Windkraft die Wasser- und Abwassergebühren subventioniert. Auch jetzt werden noch Verluste ausgeglichen aus früheren Jahren. Und wenn die Windkrafteinnahmen nicht wären, müssten die Grundsteuern und die Gewerbesteuer erhöht werden, um die Erträge zu sichern. Auch deshalb ist die Akzeptanz bei den Bürgern hoch. Außerdem profitieren viele noch zusätzlich. Sie sind direkt an den mittlerweile 3 Bürgerwindparks in der Stadt beteiligt. Ich bereue es nicht. Es hat sich zum Besten gewendet. Ich habe auch finanziell einen kleinen Erfolg. Ulrich Stein möchte die Windkraft noch weiter ausbauen. Doch die bürokratischen Hürden seien immer noch zu hoch. Wir haben beim letzten Windpark über drei Jahre gebraucht, bis sie endlich genehmigt waren und gebaut werden konnten. Und das muss einfach schneller gehen. Der Ausbau der Windenergie stand heute auch bei der Umweltministerkonferenz auf der Tagesordnung. Wir brauchen klare Leitlinien für die Verwaltungen, nach welchen Notwendigkeiten und Möglichkeiten sie auch genehmigen können. Und so wollen sich Bund und Länder besser abstimmen, um den Ausbau der Windenergie zu beschleunigen. Darauf hoffen jetzt auch die Menschen in Ulrichstein. Ja, und es gibt außerdem weiter Streit um die Windräder. Das besprechen wir jetzt mit der Vorsitzenden des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreel. Guten Tag. Guten Tag. Für den Klimaschutz sollen mehr Windräder gebaut werden. Doch Anwohner haben oft etwas dagegen. Können Sie das verstehen, dass die nicht in der Nachbarschaft stehen sollen? Naja, im Grundsatz, glaube ich, ist es zu verstehen. Wer will schon ein größeres Bauprojekt in seiner Nähe haben? Aber unsere Erfahrungen mit den Gesprächen mit den Anwohnerinnen und Anwohnern zeigen natürlich auch, dass es sehr, sehr viele gibt, die wissen, wenn wir in die Energiewende investieren wollen, wenn wir wegkommen wollen von der Kernkraft und der Kohle, was ja auch sehr große Kraftwerke sind, dann brauchen wir natürlich auch Investitionen und damit brauchen wir auch Bauprojekte und Windprojekte. Und deswegen ist es, glaube ich, in weiten Teilen auch eine Frage des Erklärens und des Nachvollziehens. Aber man muss diese Bedenken durchaus ernst nehmen. Welche Anreize könnte man denn geben, um mehr Zustimmung für dieses, für die deutsche Klimapolitik ja so wichtige Thema zu bekommen? Ich denke, es spielt auf zwei Ebenen. Das eine ist tatsächlich der Anreiz zu erklären, Energiewende bedeutet auch Umstellung, bedeutet neue Projekte, bedeutet aber dann eben auch eine saubere und sichere Energieversorgung. Und das ist mir ganz wichtig. Wir reden hier über Zukunftsinvestitionen, wir reden über eine Energieversorgung der Zukunft, die sauber ist. Und das andere ist der Anreiz auch finanzieller Art. Ich habe viel Sympathie dafür, Kommunen an den Projekten zu beteiligen. Nicht die einzelnen Personen, sondern die Kommune soll was davon haben. Die Gemeinde soll wirklich auch um einen finanziellen Anreiz gehen. Deswegen gehen da die Überlegungen, die derzeit diskutiert werden, schon in die richtige Richtung. Aber nochmal, in weiten Teilen wird es, glaube ich, darum gehen, die Vorteile einer sauberen Energieversorgung der Zukunft auch deutlich zu machen. Da sind Sie ja anscheinend mit unserem Wirtschaftsminister einer Meinung. Peter Altmaier, der schlägt nämlich vor, den Widerstand mit Geld für Kommunen und mit günstigerem Strom für die Anwohner zu dämpfen. Also Stromkunden könnten da 100 bis 200 Euro pro Jahr sparen. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Ist das dann auch eine gute Idee Ihrer Meinung nach? Also die Umsetzung ist da wichtig, wie stellt sich das im Detail dar, aber im Grundsatz finde ich, dass wir über die Frage also wer diesen Nachteil des oder den empfundenen Nachteil des Windparks in der Nähe hat,
da dann die Kommunen zu beteiligen, dass es dann auch wirkliche Vorteile gibt, die dann spürbar sind für die Menschen. Das ist eine Diskussion, die haben wir schon länger. Deswegen geht der Bundeswirtschafts- und Energieminister da durchaus in die richtige Richtung. Das muss man sich dann im Detail angucken, dass das auch handelbar ist und nicht in Bürokratie ertrinkt. Dann hat nämlich keiner was davon. Aber die grundsätzliche Ausrichtung unterstützen wir. Mhm. Klagen gegen den Bau neuer Windkraftanlagen, die kommen ja auch von Naturschützern. Außerdem gibt es grundsätzlich sehr, sehr lange Genehmigungsverfahren. Wie soll man dem denn begegnen? Also die Naturschützer haben einen sehr richtigen Punkt. Sie sagen, es geht darum, den Arten- und den Naturschutz hier nicht zu vergessen. Und deswegen begrüßen wir, dass die Umweltminister heute nochmal sagen, wir schaffen da Klärung. Klärung auch, dass wir im Bereich des Natur- und Artenschutzes nicht so gegängelt oder so eng gefasst werden, dass wir am Ende keine Projekte mehr umsetzen können. Also wird es um ein Austarieren gehen von Klimaschutz und Artenschutz. Da zählt für mich aber die Maßgabe, dass wir tatsächlich die Art schützen und nicht das individuelle oder das einzelne Tier. Und da gehen die Umweltminister, sind da heute einen großen Schritt vorangegangen, im Hinblick auf klarere und einheitlichere Regeln. Bei den Genehmigungen haben Sie recht. Wir erleben nicht nur bei der Windenergie, aber eben auch da unglaublich lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das liegt teilweise daran, dass unsere Genehmigungsverfahren fast schon ein Stück weit veraltet sind. Da hoffe ich tatsächlich auch durch den jetzt gefassten Digitalisierungsschub durch die Bundesregierung. Da kann viel Zeit rein oder viel Zeit auch erspart werden. Es wird aber auch darum gehen, dass die Klageverfahren vereinheitlicht werden, dass wir nicht im Klageverfahren ständig neuen Klagen und ständig neuen Gutachten, die analysiert werden müssen, dass hier Hemmnisse aufgebaut werden. Ich finde es wichtig, dass wir Bedenken auch wirklich anschauen, dass wir auch Klagerechte berücksichtigen. Aber Planungs- und Genehmigungsverfahren sollten dazu dienen, dass Projekte geplant und dann auch genehmigt werden und nicht ständig neue Steine in den Weg gelegt werden. Da gilt es doch noch, das eine oder andere aus dem Weg zu räumen, damit die Projekte auch realisiert werden können. Da noch einmal ganz kurz nachgefragt, Frau André, was wünschen Sie sich denn genau von den Ländern und auch vom Bund in diesem Zusammenhang? Also das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern ist an der Stelle unglaublich wichtig. Was wir brauchen, sind mehr Flächen. Wir brauchen tatsächlich, damit wir die Windprojekte auch realisieren können, und das machen wir ja aus zwei Gründen. Das eine sind die Klimaschutzziele, die Energiewende, aber das andere sind auch handfeste wirtschaftspolitische Gründe. Investitionen in die Region ziehen immer neue Investitionen nach sich. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir die Windenergie nicht nur unter Klimagesichtspunkten anschauen, sondern gerade jetzt in dieser wirtschaftlich unglaublich schwierigen Zeit auch anschauen. Unter dem Aspekt der Investitionen, der Wirtschaftspolitik, der konjunkturellen Hilfen. Und hier ein enges Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern und vielleicht auch mal über den einen oder anderen Schatten zu springen. Wir haben ja immer noch die Diskussion über den Abstand von Windprojekten zu Gemeinden und zu Häusern. Da einen deutlichen Schritt voranzugehen, das würde nicht nur dem Klima, sondern eben auch der Wirtschaft helfen. Sagt Kerstin André. Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen.